Ja, schönen guten Morgen. Danke für die Teilnahme an diesem Informationsvormittag, werte Funktionäre, Mitglieder des AGV der HGO. Danke Landesrat Arnold Schuler für die Teilnahme bzw. für die Vorstellung des Landestourismusentwicklungskonzepts. Wir wissen, dass ja diesen Donnerstag die Vorstellung im Rahmen einer Pressekonferenz geplant ist und dann am 4. April die Vorstellung des Landestourismusentwicklungskonzepts und der daraus resultierenden Maßnahmen vor allem, die uns interessieren, dann im Felsenkeller den touristischen Stakeholdern vorgestellt wird. Deshalb danke für die Bereitschaft, bereits heute schon vorab den HGV-Mitgliedern, HGV-Funktionären entsprechende Informationen zu geben. Danke auch unserem Landtagsabgeordneten Helmut Tauber für die Teilnahme an dieser Diskussion. Als Einleitung sei mir erlaubt, zwei, drei Gedanken auch etwas zurückblenden auf die Jahre 17 und 18. Entsprechend anlässlich der Diskussion damals mit Landesrat Richard Deiner und Ressortdirektor Florian Zerzer, wo ja das Gesetz in Ausarbeitung, das Gesetz für Raum und Landschaft in Ausarbeitung war, durften wir mitarbeiten, durften wir auch unsere Vorstellungen einbringen und man hat damals, und so ist es auch im Gesetz festgeschrieben, dass doch schlussendlich im Land wir einverstanden sind, dass eine bestimmte Regulierung, eine bestimmte Reglementierung auch der touristischen Entwicklung gemeinsam vorgenommen wird. Das wurde festgeschrieben. Das Gesetz ist dann im Juli, am 1. Juli 2020 nach einigen Abänderungen in Kraft getreten und nun hat die Landesregierung auch nach ergiebiger Diskussion, und ich darf schon auch sagen, dass uns auch von Seiten des Landesrates Schuler das Landestourismusentwicklungskonzept zweimal gemeinsam mit HGJ, HGV-Funktionären vorgestellt wurde und dann im Dezember, am 28. Dezember des letzten Jahres, das Konzept von der Südtiroler Landesregierung verabschiedet wurde. Wir stehen natürlich, und das ist außer Frage, zu den grundlegenden Maßnahmen, die ganz klar in eine bestimmte Qualitätsoffensive gehen. Das ist klar, wir wollen Qualität, wir sind auch einverstanden, dass wir unsere Betriebe auf dieser Reise entsprechend beraten. Aber Qualität kann man nicht ohne einer bestimmten Quantität losgelöst sehen. Das heißt, wir brauchen auch, um bestimmte Qualitätsrichtlinien erfüllen zu können, auch eine bestimmte Quantität in unseren Betrieben. Und da wären wir eigentlich schon beim Thema, das wir, geschätzter Landesrat, auch im Rahmen von vielen Aussprachen in den vergangenen Wochen mehrmals besprochen haben. Wir brauchen auch und nach wie vor bestimmte Entwicklungsmöglichkeiten für unsere bestehenden Betriebe und dort legen wir recht immer, dass wir auch unseren Jugendlichen, unseren jungen Unternehmern, die motiviert sind, die Freude am Beruf und an der Entwicklung haben, dass wir diesen Betrieben auch entsprechende quantitative Möglichkeiten einräumen, um den Betrieb in die entsprechende, kann man schon sagen, Größe zu bringen, dass eben die gewünschte Qualität auch mitfinanziert werden kann. Deshalb sind wir absolut auch als Interessenten, als Gemeinschaft einverstanden, dass diese Diskussion stattfindet. Wir wünschen uns, und das haben wir öfters schon gesagt, entsprechenden Spielraum. Spielraum, der natürlich in der freien Marktwirtschaft absolut notwendig ist, und den wir auch brauchen. Wir haben Vorschläge eingebracht, Landesrat, auch vor der Verabschiedung des Landestourismusentwicklungskonzepts durch die Landesregierung. Und entsprechend kann man auch sagen, einige Vorschläge
wurden von mir angenommen, von der Landesregierung und entsprechend auch festgeschrieben. Aber bei einigen herrscht natürlich noch ein bestimmtes Unbehagen. Die Einteilung von den zwei Teilungen der Gemeinden, der Fraktionen in eine Dreiteilung, wie schon gehabt, das wurde im Landestourismusentwicklungskonzept festgeschrieben. Die Details sind natürlich noch zu regeln. Wir, und das möchte ich auch an dieser Stelle wiederholen, haben immer, und das weiß der Herr Landesrat genauestens, wenn es eine Reglementierung gibt, dann muss sie für alle Anbieter, ob das Airbnb, ob das UAB oder ein Bauernhof ist, aber vor allem, dass die Problematik der Zweitwohnungen, die müssen einfach mit in Betracht gezogen werden, weil schlussendlich ja die Gäste, die in den Zweitwohnungen, Airbnb oder auch Urlaub am Bauernhof da sind, mit berechnet werden müssen. Wenn man schon von Belastung für die Allgemeinheit redet, dann muss man diesen Fakt einfach berücksichtigen. Wir sind überzeugt, dass in den vergangenen Jahrzehnten an und für sich in den Tälern, in den Dörfern draußen, ja schlussendlich der Tourismus, die Gastronomie insgesamt doch eine bestimmte Stärkung der Destination gebracht haben. Das ist wichtig, das ist auch notwendig. Es gibt in den peripheren Gebieten, es gibt gesicherte Arbeitsplätze für unsere jungen Leute. Es gibt Entwicklungsmöglichkeiten auch für die Jugend, die im Dorf und in den Tälern bleiben können. Und schlussendlich wissen wir alle, dass wir als Touristiker mit unseren Betrieben doch in den vergangenen Jahrzehnten auch für andere Sektoren, ob das Landwirtschaft mit den regionalen Produkten, die sehr willkommen sind, ob das das Handwerk ist, ob das der Handel ist, es hängt natürlich sehr vieles dran. Da sind wir uns ja insgesamt doch einig. Wir brauchen Perspektiven, Herr Landesrat, das haben wir dir ja immer wieder gesagt. Es gibt eine Zusage von deiner Seite in Bezug auf eventuelle quantitative Erweiterungen für bestehende Betriebe. Wir erklären uns einverstanden mit einer Deckelung in Bezug auf die Größe der Betriebe. Wir legen weiterhin Wert, dass wir familiengeführte Betriebe in den Vordergrund, in den Fokus stellen. Somit eine Deckelung mit 75 Einheiten ist für uns auch tragbar. Auch die Bürgermeister haben sich in Kenntnis der Situation vor Ort in die Diskussion eingebracht. Wir glauben, dass auch dort dieses Bedenken, das teilweise vorgebracht wurde, unter dem Titel Gasthaussterben in den einzelnen Dörfern, das Thema auch gerecht getragen werden muss und dass man hier schlussendlich auch die Realität erkennen darf. Schlussendlich zusammenfassend glaube ich schon, dass es wichtig ist und dazu stehen wir, dass es ein Regulierungsinstrument braucht für die Entwicklung des Tourismus. Das ist Fakt. Wir sind auch einverstanden und verstehen absolut, dass schlussendlich auch Tourismus nur im Einklang mit der Bevölkerung gemacht und qualitativ positiv weitergebracht werden kann. Es gibt Gebiete, wo selbst Touristiker in unserem Land sagen, es reicht. Es gibt Gebiete in anderen Gegenden, wo auch Touristiker und lokale Verwalter sagen, es braucht noch, es ist noch Platz für touristische Entwicklung. Deshalb waren wir immer der Meinung, dass man nicht das ganze Land über einen Kamm scheren darf. Aber was wir nach wie vor vertreten, ist, dass es für das ganze Land, für die bestehenden Betriebe eine entsprechende Entwicklungsmöglichkeit gewährleistet sein muss, damit vor allem unsere Jugend sich nach wie vor vom Sektor, vom Bereich Tourismus begeistern lassen kann und entsprechend auch Entwicklungsmöglichkeiten gegeben sind. In diesem Sinne die Einleitung
meinerseits schon fast zur Genüge. Ich würde überleiten an unseren Direktor Thomas Gruber, der die Diskussion heute Vormittag leiten wird. Danke für die Aufmerksamkeit. Einstein. Danke, Präsident Manfred Binsker, für diese deine Einleitung und Positionierung. Schönen guten Morgen auf meiner Seite, geschätzte Mitglieder. Ich darf Ihnen nun kurz einige organisatorische Hinweise geben über den weiteren Verlauf der Infotagung. Es wird zunächst Landesrat Schuler sein, der uns allen das Landestourismusentwicklungskonzept, schwieriges Wort, deswegen abgekürzt LTEC, näher beschreiben und schildern wird. In der Folge wird dann Landtagsabgeordneter Helmut Tauber und auch HGV-Bezirksverband des Eisacktals uns seine Sicht, seine politische Sicht der Dinge zur Konzeption näher bringen. Und danach sind Sie an der Reihe, geschätzte Mitglieder, mit Ihren eventuellen Fragen, Anregungen, konstruktiven Kritiken zum Thema LTEC. Und wie das dann genau technisch funktioniert, werde ich noch näher schildern, kurz vor Beginn der allgemeinen Diskussion. Das Meeting, das wir gerade eben führen, wird auf jeden Fall aufgenommen, aufgezeichnet und in der Folge dann auch allen Teilnehmern, allen Mitgliedern insgesamt dann auch übermittelt, sodass sie das dann auch noch in Ruhe sich zu Gemüte führen können und eventuell weitere Fragen in der Zukunft stellen können. Dies zur Einleitung meinerseits. Ich darf nun schon gleich das Wort weitergeben an unseren Landesrat für Tourismus, Arnold Schuler. Bitte schön. Ja, danke schön und einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite und danke auch für die Möglichkeit, da nochmal kurz das Landestourismusentwicklungskonzept vorzustellen, also ein paar wichtige Inhalte und vor allem auch wichtig, dass man dann auch die Gelegenheit hat, entsprechend Fragen zu stellen und einige Inhalte dann auch noch entsprechend zu diskutieren. Also unser Land, das wissen wir ja, hat sich sehr erfolgreich entwickelt in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und das betone ich immer wieder und bei jeder Gelegenheit, dass dazu einen ganz wesentlichen Beitrag auch der Tourismus geleistet hat. Wie wichtig das ist, nicht nur für den Tourismussektor selber, sondern wie viel mit dem zusammenhängt, haben wir ja gesehen, jetzt auch in der Pandemiezeit, in der Lockdown-Zeit, wie viel nicht nur Arbeitsplätze, aber vor allem auch andere Sektoren am Tourismus dranhängen, Handel, andere Bereiche mehr, wo wir eben auch schmerzhaft da erfahren müssen. Aber es ist, wie gesagt, der Tourismus ein sehr, sehr wichtiger Teil Südtirols und der Südtiroler Wirtschaft und Südtiroler Entwicklung geworden. Zu verdanken nochmal euch natürlich, den tüchtigen Touristikerinnen und Touristikern, aber vor allem auch, um auch der guten Lage des Landes einiges zu verdanken. Die Landschaft, die Erreichbarkeit, vor allem jetzt auch der Trend hin zu mehr Bewegung, die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, auch, dass wir die nördlichste Region Italiens sein und gleichzeitig die südlichste im deutschsprachigen Raum, auch für den haben wir massiv profitieren können, Gastfreundlichkeit, Genussregionen, also vieles, was einfach auch dazu beigetragen hat, auch zu dieser erfolgreichen Entwicklung. Aber wir müssen auch erkennen, dass wir bestimmte Grenzen erreicht haben. Es gilt grundsätzlich für die Südtiroler Wirtschaft, nicht nur für den Tourismus, dass man nicht gleich auf Qualität gesetzt haben, sondern auch auf quantitatives Wachstum. Und das hat dann irgendwo auch Grenzen. Und wir merken auch, dass wir, und das vor der Pandemie hat schon die Diskussionen gegeben über Tourismus, Diskussionen rund um die Entwicklung des Südtiroler Tourismus und rund um die Diskussion auch um Grenzen, die es dann sicher auch dann irgendwo brauchen wird. Wenn wir dann wirklich wollen, das Land auch wirtschaftlich gut weiterbringen, auch diesen Sektor weiterbringen, dann werden wir sicher eine entsprechende auch Neuorientierung brauchen. Und ich glaube, jetzt ist gerade die Zeit dann auch zwischen die Diskussion über Tourismus zwischen der Zeit der Pandemie, des Lockdowns, also wo wir zwar doch relativ extreme Pole erlebt haben und gleichzeitig jetzt auch einiges auch weltweit in Diskussion ist. Viele Dinge, die uns jetzt auch in Schwierigkeiten gebracht haben, oder manche Dinge, die neu überlegt werden, glaube ich, ist doch jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um auch über die Zukunft des Tourismus nachzudenken
und vor allem auch, weil uns ja das neue Gesetz Raum und Landschaft auch dazu zwingt und gezwungen hat, entsprechende Konzepte auszuarbeiten. Uns ist, und das muss unser gemeinsames Anliegen sein, dem Tourismussektor Stabilität zu verleihen. Dass wir auch eine genaue Zielsetzung, eine Vorstellung auch unserer Ziele haben. Aber vor allem auch, dass wir die Akzeptanz, wie der Präsident schon gesagt hat, von der Bevölkerung weiterhin haben. Wir sehen ja in den Umfragen, dass sie noch relativ hoch ist, aber wir wissen auch, wie schnell es dann gehen kann. Und wenn da manche Diskussionen überhand nehmen, und das, denke ich, können wir uns nicht erlauben. Wir müssen schauen, dass wir auch die Akzeptanz der Bevölkerung weiterhin haben, um eben auch eine gute und gesunde Entwicklung weiterhin im Tourismussektor zu haben. Wir haben dann eben dieses Landestourismusentwicklungskonzept ausgearbeitet. Die Grundlage war ja vorher schon eine Entscheidung der Landesregierung, wo man diese Leitlinien bereits im Februar letzten Jahres beschlossen haben, also die grundsätzliche Ausrichtung, dass es eine Deckelung geben wird, dass es einen bestimmten Maßstab geben wird, dass wir uns an den Touristen, an der Unzahl der Touristen 2019 orientieren werden, dass es ein Bettenkontingent da geben wird und andere Dinge mehr. Und dann hat es den Auftrag gegeben, auch an die EURAG, hier die wissenschaftlichen Grundlagen entsprechend auszuarbeiten und uns zu liefern. Und auch die IDM, die ja sich dann über Leitmotiv, über die Werteorientierung des Hydrotourismus da mitgearbeitet hat, auch entsprechende Inhalte dann geliefert hat, die dann mit eingeflossen sind in das Landestourismusentwicklungskonzept. Und es ist eben dann auch im letzten Jahr, hat es mehrere Runden gegeben, Aussprachen mit den Interessenten, mit den Interessensgruppen, um auch da bestimmte Vorschläge nun mit einfließen zu lassen, um eben auch dann möglichst, dass auch dieses Konzept möglichst gemeinsam getragen werden kann. Es hat dann im Laufe des Jahres 2021, wie besprochen, wie ausgemacht, die EURAG eben die Entwicklungen aufgezeigt, die wissenschaftlichen Grundlagen geliefert, das Soll-Szenario. Und vor allem auch die IDM, auch das Thema, wofür wollen wir künftig als Tourismusland stehen. Wenn wir uns, ich werde jetzt nicht die einzelnen Details aufzählen, die wissenschaftlichen Details zu dieser Studie, die kann ja jeder sich auch herunterladen vom Internet und sich selber dann auch entsprechend das studieren, auch die entsprechenden Grafiken umschauen. Es gibt sehr viele Zahlen, die nicht nur in dieses Landestourismusentwicklungskonzept eingeflossen sind, sondern vor allem auch dann der Gemeinden zur Verfügung gestellt werden, um ihre eigenen Entwicklungskonzepte dann zu entwerfen. Daten, die dann die einzelnen Gemeinden nur ganz speziell betreffen, die eben dann auch Diskussionsgrundlage dann sein werden und sein können in den Gemeinderäte draußen in den Gemeinden. Ich werde mich jetzt beschränken auf eine relativ kurze Zusammenfassung auch der Inhalte, denn wichtig ist dann auch sind dann die politischen Entscheidungen in Bezug auf die Umsetzung, die dann natürlich auch für die entsprechenden Diskussionen gesorgt haben und wo es dann auch um substanzielle Neuerungen geht, die dann Inhalt eben auch dieses Tourismusentwicklungskonzeptes sind. Also die EURAG hat sich beschäftigt, Professor Pechlein und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit der Entwicklung, mit der Situation des Südtiroler Tourismus wird da aufgezeigt, wie die Verteilung innerhalb des Landes ist. Wir wissen ja, zwar verteilt auf das ganze Land, aber unterschiedlich stark. Wir haben Schwerpunktsgebiete im Osten, Gröden, Gardertal, Pustertal, aber dann auch Burgaufnahmen, wo wir verstärkt Tourismus haben, andere Gebiete, wo es weniger ist, aber insgesamt verteilt sich der Tourismus ja und die einzelnen Betriebe auf das ganze Land. Die Wertschöpfung, wie zu Beginn schon gesagt, die eine hohe ist, aber auch durch im Verhältnis zu den anderen, ins Verhältnis gestellt zu den anderen Wirtschaftssektoren des Landes. Und doch kann man feststellen, dass jetzt in den letzten 20 Jahren, fast 20 Jahren, eigentlich eine konstante Entwicklung gegeben hat. Es ist auch
gut so für das Land, dass wir die einzelnen Wirtschaftssektoren gleichmäßig entwickelt haben und nicht, dass das mehrere Standbeine, auf die Südtirols Wirtschaft stehen kann, dass da nicht irgendwann eine Schlagseite in einem bestimmten Bereich gibt. Dann die Nächtigungen, die Unzahler Nächtigungen sind ja bekannt. Es waren ja diese famosen 33 Millionen circa noch vor der Pandemie, dann einen entsprechenden Einbruch aufgrund der Situation, pandemiebedingt, der letzten beiden Jahre. Aber vor allem auch die Aufteilung, einmal wie viel wir an Stammgästen haben, die Verteilung innerhalb der einzelnen Monate, auch das ganz interessant, auch überraschend, dass sich, obwohl sich die Nächtigungszahlen in Südtirol deutlich nach oben verändert haben, dass sich die Aufteilung auf die einzelnen Monate eigentlich seit 1995 nicht oder nur sehr geringfügig verändert hat. Das heißt, dass wir Beispiel Monat August seit 1995 bis jetzt immer so zwischen 18% und 20% der Mächtigungen zu verzeichnen hatten und den anderen Monaten dann die entsprechenden Prozentsätze. Nur zwischen März und April hat es jeweils etwas Unterschiede gegeben. Das ist bedingt dadurch, dass halt Ostern jedes Jahr anders fällt, manchmal im März, manchmal im April. Aber die anderen Monate, wie gesagt, überraschend stabil über die ganzen Jahre, trotz steigender Nächtigungszahlen. Die Anzahl der Betriebe, auch durch die Entwicklungen, einmal in Bezug auf die Betriebe, auf die Anzahl der Betriebe. Wir wissen ja, dass dort gerade im Bereich der 1- und 2-Sternbetriebe es doch deutliche Tendenz nach unten gibt, auch was die Anzahl der Betriebe anbelangt, aber was die Betten pro Kategorien anbelangt, auch doch die Entwicklungen. Wir haben, und das wissen wir ja, das Fundament nach wie vor, sind die 3-Sternbetriebe im gewerblichen Bereich. Aber es zeigt sich, dass vor allem in den letzten 5-6 Jahren doch jetzt eine deutliche Abweichung von den vorherigen Trends gegeben hat. Nämlich, dass jetzt nach Jahren, wo die Anzahl der Betten im 3-Sternen-Bereich mehr oder weniger gleich geblieben ist, jetzt ein Trend auch doch nach unten ist. Und vor allem die 4-Sterne, 4-Sterne-S, 5-Sterne deutlich zugenommen haben, sodass wir, wenn diese Entwicklung so weitergegangen wäre wie in den letzten 5 Jahren, wir in den nächsten 5 Jahren dann die Betten in den 4-Sternen, 4-Sternen-S und 5-Sternen-Betrieben, jene der 3-Sternen-Betriebe bereits dann überholen hätten oder überholen würden. Und vor allem im 5-Sterne-Bereich, wenn wir jetzt an die 50 Betriebe im 5-Sternen-Bereich, also hat es in den letzten Jahren sehr viel in diese Richtung getan. Airbnb, auch dort erstmals Daten, die EURAG zur Verfügung gestellt bekommen hat. Airbnb, wir wissen, ist eine Plattform, auf der nicht nur Angebote sind, die jetzt einzelne Wohnungen betreffen, sondern klassischen, was wir unter Airbnb verstehen, sondern sind auch festzustellen, dass viele auch im gewerblichen Bereich, aber auch nicht gewerbliche oder im Bauernhof, Privatzimmervermieter über diese Plattform anbieten und somit die Entwicklung nicht ganz genau nachzeichnen lässt. Aber eines kann man feststellen, dass die Angebote über diese Plattform, über Airbnb, sich in den letzten 5 Jahren vervierfacht haben und jetzt insgesamt mit 4.000 Angeboten, also schon Urlaub, Bauernhof und Privatzimmervermietung erreicht haben, das Ausmaß erreicht haben und Tendenz eben auch noch in den letzten Jahren stark nach oben. Ein Thema auch die Raumnutzung. Auch dort interessante Daten, wie sich die Betten auf die einzelnen, Widmungszonen verteilen. Wir haben ungefähr die Hälfte in den Siedlungszonen und die Hälfte außerhalb. Und auch interessant, dass wir zum Beispiel in den Zonen von 30 Einrichtungen nur um die 11% der Betten haben, während wir in den Schutzgebieten 6,5% der Betten haben. In den touristisch hochentwickelten Gemeinden haben wir fast gleich viel Betten in den Schutzgebieten wie in den Zonen für touristische Einrichtungen.
aber dann auch die Auswirkungen, die aufgezeigt werden, Ressourcenverbrauch, auch die Auswirkungen auf die Mietpreise in den entsprechenden Gemeinden. Dort, wo wir eine hohe Tourismusintensität haben, sind auch die Mietpreise weiter höher. Auch das ist verwundert nicht, auch das ist eine Sache, die man ja eigentlich schon gewusst hat. Und dann eben auch die Soll-Szenarien, wo Vorschläge, wohin sich der Südtiroler Tourismus entwickeln soll. Aber wichtig auch die Arbeit von IDM, also auch das Thema, wofür wollen wir als Südtiroler Tourismus, als Tourismusland stehen. Wir wollen kein, das immer wieder gesagt, ein Bauchladen sein, wo wir alles umbieten, sondern wir sollen auch eine Glaubwürdigkeit haben, wir sollen als Tourismusland für etwas stehen. Und das ist auch festgemacht worden, was diese Themen sein sollen, nach denen wir uns auch orientieren sollen. Nicht nur die Betriebe selber, sondern vor allem auch die Großveranstaltungen, die Veranstaltungen, die wir hier in Südtirol organisieren, dass die auch künftig zu den Themen, zu den passen, für das wir als Tourismusland auch stehen wollen. In der Umsetzung dann, und das sind dann ja noch die Knackpunkte, wie will man dann diese Vorstellungen vom Südtiroler Tourismus, das ganze Grenzen haben soll, dass wir auf Qualität wieder stärker setzen sollen, noch stärker setzen sollen, dass wir auch zu dem, wie vorhin gesagt, Themen festmachen, für die wir stehen, an denen wir uns orientieren sollen, ist das dann auch politisch umzusetzen. Das reduziert sich dann in dem Konzept auf 2, 3 Seiten, die aber dann das dann in sich haben und die dann auch für die entsprechenden Diskussionen in erster Linie gesorgt haben und vor allem Diskussionen um die Bettenzahl. Und ich finde es ein bisschen schade, dass sich in der Diskussion zu viel, vor allem Verständnis auf die Diskussion um die Bettenzahl, vor allem auch von Seiten der Gemeinden, dann jetzt letztendlich konzentriert hat und es weniger um die sonstigen Inhalte des Konzeptes geht. Weil ich denke, wenn wir über die Zukunft des Südtiroler Tourismus reden, dann sollte man nicht nur über die Unzahler Betten reden, sondern auch über die anderen Dinge, über die wir auch diskutieren müssen und über die wir auch, wofür wir dann auch entsprechende Ideen brauchen. Aber jetzt zur Umsetzung einmal, und jetzt möchte ich doch mit dem quantitativen Thema beginnen. Wir haben, und auch das muss man wissen, wenn wir im Moment nochmal zurückschauen auf das alte Gesetz, das bis 1. Juli 2020 in Kraft war. Dort war ja eine Bettenobergrenze festgelegt mit 229.088 Betten. Diese Bettenobergrenze war absolut, also ohne Möglichkeit der Abweichung. Und man hat es erstaunlicherweise in den letzten Jahren sehr sportlich genommen, beziehungsweise hat diese Obergrenze eigentlich nicht zur Kenntnis genommen und weiterhin Entscheidungen getroffen, als ob es diese Obergrenze nicht gegeben hätte. Wir haben dann jetzt erstmals im letzten Jahre diese, auch die ASTAG gemeldeten Betten, haben diese damals festgelegte Obergrenze überschritten, um 300 Betten circa. Das heißt, wenn das alte Gesetz jetzt noch aufrecht wäre, dann hätten wir jetzt aber ein massives Problem. Dann hätten wir Chaos total, weil wir jetzt schon mindestens 300 Betten hätten, die illegal wären, weil die Obergrenze überschritten ist. Und vor allem auch alle jene, die schon eigentlich erworbene Rechte wären, weil Betten zugewiesen worden sind, weil Baukonzessionen schon erstellt worden sind, würde man vor der Tatsache stehen, dass man keine Betten mehr melden könnte, weil diese Obergrenze überschritten ist. Also für alle jene, die guten alten Zeiten zurücksehnen, wo es jetzt die Raumordnung unbelangt, weil halt auch das neue Gesetz viel kritisiert jetzt worden ist, auch dem müssen sich bewusst sein, dass wenn das alte Gesetz noch wäre, dass wir jetzt einen absoluten Bettenstopp hätten. Dieses Modell, über das wir reden, das ist wesentlich flexibler wie das, was bisher war. Und weil wir doch jetzt einmal diese Obergrenze neu definieren und zum Zweiten eben eine bestimmte Flexibilität innerhalb dieser Obergrenzen dann zulassen, das alte Gesetz hat keine Flexibilität vorgesehen.
die Situation, wie wir sie haben, ist jetzt nicht nur eben diese 229.375 als da gemeldete Betten im November 2021, sondern vor allem auch, dass wir 10.000 Betten bereits über die Tourismusentwicklungskonzepte zugewiesen worden sind, von den Gemeinden mit Beschlussbetrieben zugewiesen worden sind, entsprechende Zonen ausgewiesen worden sind. Auch das sind natürlich schon erworbene Rechte. Einiges ist ja noch entstanden, jetzt in den letzten 2-3 Jahren im nicht gewerblichen Bereich, aber auch im gewerblichen, durch die quantitative Erweiterungsmöglichkeit, die es noch gegeben hat, sodass dort auch dort einige Betten dazu gekommen sind. Aber vor allem auch die Erkenntnis, sagen wir mal, aus diesen Untersuchungen der letzten Monate und letzten beiden Jahre, dass wir im August 2019 in den Betrieben 32.500 Überbuchungen hatten, also mehr Gäste in diesen Betrieben als da gemeldete Betten, weil die halt in Zustellbetten und wo auch immer dann untergebracht waren. Auf der anderen Seite fast 38.000 Betten, die leer waren, immer in der Hochsaison 2019. Mag überraschen, diese hohe Anzahl, fast 38.000 leere Betten im August 2019, aber hat sicher mit dem zu tun, dass es noch viele Lizenzen oder gemeldete Betten gibt von Betrieben, die teilweise schon seit Jahren keine Zimmervermietung mehr betreiben, nicht mehr tätig sind, oder nur mehr zum Teil, weil halt vielleicht noch ein älteres Ehepaar diese Pension noch führt, aber nur mehr ein paar alte Stammgäste hat und sonst eigentlich keine großen Auslastungen mehr. Also diese Zahl überrascht doch wie viel man noch Betten haben, die eigentlich nicht mehr genutzt wurden im August 2019. Wir haben jetzt dann, um das Ganze auch steuern zu können, neue Überlegungen dann, ein neues Konzept ausgearbeitet und festgeschrieben. Also Maßstab soll künftig sein, das ist mittlerweile ja bekannt, die Touristen 2019, die sind einen bestimmten Zeitraum dort aufgehalten haben, plus die erworbenen Rechte, und das werden noch einige tausend Betten sein, die dann noch dazukommen werden, aufgrund der erworbenen Rechte. Wichtig auch, dass das Ganze dann steuerbar und kontrollierbar ist, dass Nächtigungen und gemeldete Betten übereinstimmen müssen. Das heißt, Zustellbetten werden in dieser Form dann nicht mehr vorgesehen werden, sondern es gilt vor allem, gilt das Prinzip, wie viele Touristen halten sich in einem Betrieb auf oder in einer Gemeinde oder im Land und nicht, wie viele Betten sind gemeldet worden, dass das vordergründig ist, aber um es zu kontrollieren, müssen diese beiden Daten übereinstimmen. Und dann vor allem eben, dass dann innerhalb dessen neue Betten nur mehr dann vergeben werden können, wenn Betten frei werden. Das heißt, wenn Zimmervermietung aufgegeben wird, im gewerblichen, nicht gewerblichen Bereich, dann werden somit wieder Betten frei, die in anderen Betrieben zugewiesen werden können, um eben dieses Ziel zu erreichen und einzuhalten, die Gäste für 2019 plus die erworbenen Rechte. Das ist sicherlich eine große Änderung. Noch einmal im Verhältnis zum alten Gesetz noch eine relativ flexible Lösung, dass man hier dann auch über diese Kontingente neue Betten wieder vergeben kann und eben auch eine maximale Deckelung von 150 Betten pro Betrieb. Es sind dann zwei Ausnahmen vorgesehen worden. Einmal eine Ausnahme in den historischen Ortskernen in den nicht stark entwickelten Gemeinden. Dort kann man eben auch ohne Bettenkontingent morgen Betten errichten, weil es doch unseres Erachtens ein übergeordnetes Interesse gibt, nämlich die Ortskerne aufzuwerten, die historischen Ortskerne wieder lebendig, wieder Leben da hineinzubringen, die Kulturen zu nutzen. Und eine zweite Ausnahme, die Urlaub im Bauernhof bis an ein bestimmtes Ausmaß, also nicht grundsätzlich, sondern doch auch ein übergeordnetes Interesse oder Erhalt dieser kleineren bäuerlichen Strukturen,
die auch wichtig sind für den Tourismussektor und für die Pflege der Landschaft draußen. Und dann auch die Möglichkeit der Sonderzuweisungen, die auch das Land machen kann, immer im Rahmen dessen, wo es eben bereits war, beziehungsweise wo es dann auch ausgeglichen werden kann in den nächsten Jahren. Zum Thema Qualität, ebenfalls natürlich ein wichtiger Faktor. Zum einen, dass wir festgeschrieben haben, die Großveranstaltungen müssen sich und sollten sich nach dem neuen Konzept, an das neue Konzept ausrichten. Die Themen müssen dazu passen. Es wird dann auch ein neues Konzept für Christkindlmärkte brauchen. Das ist schon in Ausarbeitung war und ist, aber auch andere Großveranstaltungen im Land stattfinden, müssen sich eben auch diesen Konzepten, an diesen Konzepten orientieren. Dann vor allem auch, und das trifft dann die einzelnen Betriebe, dass bei den Einstufungskriterien, dass die überarbeitet werden und dass die zertifizierte Nachhaltigkeit eines Betriebes wesentlicher Teil auch der Einstufungskriterien sein wird. Und dann eben auch, dass man einen Stern in Grün verleihen kann, wenn eben ein bestimmter Anteil an regionalen Produkten entsprechend verwendet wird, auch um ein sichtbares Zeichen dafür zu setzen. Ein wichtiger Bereich auch Camping, da haben wir uns auch lange unterhalten, wie wir diesen Bereich regeln, weil mit dem jetzigen Gesetz eigentlich neue Zonen, neue Campingplätze de facto nicht mehr ausgewiesen werden können oder werden. Aus zwei Überlegungen heraus. Zum einen können ja künftig Zonen für touristische Einrichtungen nur mehr im Siedlungsgebiet ausgewiesen werden, neue. Und im Siedlungsgebiet wird wohl kaum ein Campingplatz auszuweisen gehen. Und zum Zweiten ist bei Zonen für touristische Einrichtungen der urbanistische Mehrwert zu bezahlen und das bei Campingplätzen, die doch eine große Fläche brauchen, beanspruchen, wird es ein K.O.-Kriterium sein, sodass wir uns überlegt haben, ein Landeskonzept in Bezug auf Camping auszuarbeiten, um eben vielleicht doch noch die eine oder andere Zone zuzulassen, auf der anderen Seite aber auch einem Phänomen zu begegnen, das sich verstärkt zeigen wird, nämlich, wir wissen ja, dass in der Pandemiezeit in Italien um 50% mehr Camper verkauft sein wurden, in anderen Ländern Europas ähnlich, und das zu erwarten ist, dass es da einen doch relativ großen Ansturm auch an Camper geben wird. Und das, und hier auch, und wir gut daran tun, dass wir auch diesen Bereich möglichst einschränken, um nicht da dann Überraschungen zu erleben. Zurzeit arbeiten wir an den Details, an den normativen Umsetzungen. Zwei Artikel, die jetzt im Gesetz, in Omnibusgesetz eingebracht werden sollen. Einmal Artikel 34, gastgewerbliche Tätigkeiten, wo wir eben dann auch festschreiben, diese Obergrenzen festschreiben, also zum Zweck der Festlegung einer Obergrenze an Touristen in Südtirol wird die Anzahl der Gästebetten als Kennzahl festgelegt, wobei und so weiter und so fort. Und dann der Artikel 38, Verwendung der Baumasse zur Wohnnutzung. Das betrifft dann den nicht gewerblichen Teil, der dann auch entsprechend, wo wir ja auch entsprechende Grenzen setzen werden, dass man hier zur Sicherung des Wohnraumes für die ansässige Bevölkerung und zum Zwecke dessen, was wir vorhin besprochen haben, also das, was im Landestourismusentwicklungskonzept vorgesehen ist, dass man dort auch Begrenzungen einführen kann, Kontingente einführen kann, ähnlich wie im gewerblichen Bereich, wo man dann auch den Bereich Airbnb dann, also die Vermietungen in den vor allem Städten von privaten Wohnungen, dann somit auch in den Griff bekommen wollen. Diese zwei Artikel sind jetzt fertig geschrieben, werden jetzt noch geprüft und sollen dann auf die Reise geschickt werden, um diesen, den normativen Bereich in diesem Zusammenhang auch zu regeln. Weiters brauchen wir ja Verordnungen, müssen Verordnungen angepasst werden. Denke jetzt vor allem an die Verordnung zur quantitativen und qualitativen Erweiterung, die zurzeit ja nur mehr eine Verordnung zur qualitativen Erweiterung ist, als Übergangslösung. Und dort wissen wir auch, welche Probleme wir in der Umsetzung da zurzeit haben. Momentan nur möglich die qualitative Erweiterung in den Siedlungsgebieten.
im landwirtschaftlichen Grün draußen müssen, um das, diese Verordnung umsetzen zu können, die Landschaftspläne der Gemeinden abgeändert werden. Wir versuchen jetzt das Ganze zu beschleunigen, indem jetzt am letzten Dienstag die Landesregierung mal sich über die Grundsätze, mit den Grundsätzen der Landschaftspläne, das, was jetzt unmittelbar zu ändern ist, auseinandergesetzt hat, sodass man einen Standard ausarbeitet für die Gemeinden draußen. Wenn sie diesen Standard jetzt in dieser ersten Anwendung dann so genehmigen, dann könnte es dann relativ schnell gehen oder wesentlich schneller gehen, um diese Landschaftspläne danach umzupassen. Es geht ja nicht nur um die Möglichkeiten in Bezug auf den Tourismus, auf die qualitativen Erweiterungen, sondern es geht auch ums unterirdische Bauen und um andere Dinge mehr, die man jetzt so ein bisschen im Schnelldurchlauf oder in einem beschleunigten Verfahren dann versuchen zu erledigen, dass auch diese qualitativen Erweiterungen bald möglichst auch im landwirtschaftlichen Grün wieder möglich sein werden. Also das ist sicher dann grundsätzlich auch zu überarbeiten, diese Verordnung. Dann vor allem auch sind wir dabei, die Details zu regeln, was jetzt die Kriterien in Bezug auf die Neuerhebung der Betten betreffen. Dort wird es ja so sein, dass man den Betrieben, die jetzt bereits Zimmer vermietet haben, die Möglichkeit gibt, auch die Anzahl an Betten richtig zu stellen. Das heißt, umzupassen an das, was sie eigentlich tatsächlich 2019 vermietet haben oder an Gästen beherbergt haben, im Rahmen, also es sind zwei Obergrenzen festgeschrieben oder vorgesehen. Einmal, dass man natürlich die Bestimmungen, die Raumordnungsbestimmungen einhalten muss und auch die entsprechenden Hygienebestimmungen. Und zum Zweiten eben, dass es dann nicht mehr sein darf, wie 2019 dann in diesem Betrieb beherbergt worden ist. Da müssen dann haben die einzelnen Betriebe dann die Möglichkeit, im Zuge der Ausarbeitung der Entwicklungspläne der Gemeinden einen Antrag zu stellen um Richtigstellung ihrer Betten. Und somit hätten sie dann auch ihr entsprechendes Kontingent für den Betrieb, das dann einzuhalten ist. Auch doch, wie gesagt, arbeitet eine Arbeitsgruppe an entsprechenden Kriterien, weil dort auch noch verschiedene Details zu regeln sind. Und dann wird es auch Übergangsbestimmungen, Übergangsregelungen brauchen, jetzt in der Erstanwendung. Eine könnte ja sein, und das sind wir dabei, jetzt auch da mit den Gemeinden zu klären, dass wir auch diese Möglichkeit nutzen, im Landestourismusentwicklungskonzept vorgesehen ist, dass man auch Sonderzuweisungen machen kann, dass man jetzt, um auch da die etwas an Kritik oder Ängste zu nehmen, was jetzt gerade die kleinen Betriebe, die Entwicklungsmöglichkeiten betrifft, dass man den einzelnen Gemeinden jetzt mal ein sogenanntes Startkontingent zuweist an Betten, das dann in den nächsten 10 Jahren auszugleichen ist, sodass mal gerade für die Klonbetriebe auch zu Beginn schon ein gewisses Kontingent da ist, das dann auch diesen Betrieben zugewiesen werden kann, um da nicht irgendwo zu riskieren, dass es doch dann zu lange einen Stopp gibt, weil keine verfügbaren Betten sind oder was auch immer. Also das sind die Dinge, an denen wir zurzeit arbeiten. Es gibt auch eine Arbeitsgruppe, die dann von dem Bürgermeister und vom Rat der Gemeinde eingesetzt worden ist, die jetzt diese Umsetzung nur begleiten wird, vielleicht noch ein paar Vorschläge einbringen wird, dass man dann tatsächlich auch in den nächsten Monaten auch die ganzen Details und Regeln, Verordnungen, Beschlüsse der Landesregierung, die gesetzlichen Änderungen, sodass man dann auch die Umsetzung auch endgültig dann festzuhören können und dann auch dann das entsprechend starten lassen können. So, jetzt haben wir versucht, ich hoffe, wir waren nicht ganz zu lang, sagen wir mal, die Kernpunkte des Landestourismusentwicklungskonzepts nochmal umzureißen. Wie gesagt, kann nicht zu viel sein, aufgrund der Zeit der zur Verfügung steht, nicht zu viel ins Detail gehen, weil es soll jetzt auch nur die Möglichkeit sein, entsprechende Fragen zu stellen und dass wir auch entsprechend nur diskutieren können. Danke inzwischen. Ja, danke vielmals Landesrat Arnold Schuler für diese ausführliche Beschreibung der Leitplanken dieses neuen Landestourismusentwicklungskonzeptes. Viel Stoff, viel Material, wahrscheinlich auch einiges an Diskussionsbedarf. Diese Möglichkeit haben Sie, geschätzte Mitglieder, dann ja
im Anschluss an die Ausführung von Helmut Tauber. Und das ist schon das Stichwort. Bitte, Helmut Tauber, um deine Ausführungen, um deine Einschätzungen zu dieser Konzeption. Bitte, Helmut. Ja, lieber Präsident, geschätzter Landesrat, liebe Direktion, Landesleitung, liebe Mitglieder, liebe HGJ, danke für die Einladung. Ich hoffe, ihr hört mich halbwegs gut. Hört man mich? Geht's? Wunderbar. Ja, ich denke, in einem Tourismusland wie Südtirol ist es wichtig und richtig, zielgerechte Tourismuspolitik zu verfolgen und Entwicklung ständig zu hinterfragen und auch neu auszurichten. Ich denke, hier sind wir uns in der Runde alle einig. Wir sind uns sicherlich auch einig, dass wir ein begehrtes Tourismusland sind und in bestimmten konzentrierten Zeiten im Jahr relativ stark unter Druck stehen. Die Corona-Zeit hat es natürlich jetzt noch massiv verschärft. Übers Jahr verteilt haben wir sicherlich noch viel, viel Kapazitäten, die wir nutzen können. Und in bestimmten Zeiten natürlich stoßen wir an Grenzen, haben wir vor allem, weil wir mangelnde Infrastrukturen, Verkehrsinfrastrukturen haben, auch bestimmte Limits erreicht. Das alles, denke ich, müssen wir zur Kenntnis nehmen. Liebe Gastwirtinnen und Gastwirte, liebe Kolleginnen, was will ich euch sagen? Wir sind sicherlich sehr, sehr begehrt. Wir sind aber natürlich auch sehr unterschiedlich aufgestellt und wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir alles über einen Kamm scheren. Stattdessen, denke ich, müssen wir auch bestimmte unterschiedliche Geschwindigkeiten und Entwicklung weiter zulassen. Wenn davon gesprochen wird, dass das Landestourismusentwicklungskonzept die Leitplanken für die Entwicklung unserer Beherbergungsbetriebe sind, dann denke ich, können wir als touristische Vertreter ja nur alle zustimmen. Wenn wir natürlich ins Detail gehen, denke ich, müssen wir gemeinsam nochmals sehr vertieft fragen, was sind diese speziellen Leitplanken. Wenn mit den Leitplanken natürlich gemeint wird, dass wir jetzt planwirtschaftlich von oben herunter alles massiv eingrenzen, dann muss ich klar sagen, bin ich absolut dagegen. Das wäre sicherlich der falsche Ansatz und das wird auch in anderen Sektoren so nicht gemacht. Wenn wir aber mit diesen Leitplanken klar fokussieren und sagen, wir müssen Hotspots regeln, wir müssen Fehlentwicklungen noch genauer anschauen, dann denke ich, sind wir auf dem ganz richtigen Weg und natürlich werde ich mich dafür auch mit einsetzen. Apropos Fehlentwicklungen, wir haben natürlich in unserem Gebiet zunehmend immer extremer diesen Zweitwohnungstourismus, das hat der Landesrat ja auch bereits angesprochen. Hier müssen wir unbedingt massiv die Dinge eingrenzen. Es kommen immer mehr Angebote auf den Markt, die von Privaten auf verschiedenen Plattformen angeboten werden, und zwar vielfach ohne gesetzliche und steuerrechtliche Bestimmungen einzuhalten. Hier müssen wir jetzt massiv eingrenzen und ich denke, der Landesrat hat hier schon auch Ansätze, die wir dann auch in der Gesetzgebung umsetzen müssen. Ein zweites ist natürlich, dass auch Urlaub am Bauernhof sich massiv entwickelt hat und im Verhältnis zu unseren gewerblichen Betrieben eine viel stärkere finanzielle Unterstützung kriegt. Als Beispiel, wenn wir jetzt die Zahlen ein bisschen anschauen, sehen wir, dass wir zwischen 2010 und 2019 im gewerblichen Bereich der Betriebe um 7% zurückgegangen sind, von 4.268 auf 3.953. Und im nicht-gewerblichen Bereich sind wir um 8% gestiegen, von 5.965 auf 6.445. Also nur mal am Beispiel von UAB haben wir von knapp 27.000 Betrieben, circa 10% der Betriebe, die Urlaub am Bauernhof haben. Und ich denke, hier ist sicherlich noch viel Potenzial, aber natürlich auch die Sorge der Mehrbetten, wenn wir das jetzt massiv eingrenzen wollen. Nicht? In 10 Jahren haben wir ca. 3.200
zusätzliche Gästebetten bei UAB. Das sind insgesamt ca. 5 Millionen Annächtigungen, die insgesamt gestiegen sind. Also, dass Sie mich nicht falsch verstehen, also ich habe absolut nichts gegen Urlaub am Bauernhof und auch nichts gegen einen totalen diversifizierten Tourismusmix, den brauchen wir. Speziell natürlich auch für unsere ganze Gastronomie ist dieser Bereich wesentlich. Aber wir haben natürlich in der ganzen Erwerbstätigkeit nur diese eine Tätigkeit, diese gewerbliche Tätigkeit, und natürlich müssen wir die auch schützen. Nehmen wir das Beispiel des Handwerks, da sind natürlich die einzelnen Berufe als Schutzstatus massiv geschützt. Lieber Landesrat, hier wünsche ich mir gerade für unsere Gastwirte und Gastwirte, dass wir natürlich auch dieses Gewerbe noch stärker schauen. Es kann einfach nicht sein, dass tagtäglich Betriebe daherkommen, die sagen, okay, ich mache jetzt auch Tourismus, ich bin jetzt auch ein Experte und wir bauen jetzt zusätzliche neue Betten. Die Gesamtzahlen werden dadurch natürlich steigen und dann natürlich auch die Belastung. Zurück zum Landestourismusentwicklungskonzept. Es wird oft von Qualitätssteigerung gesprochen. Auch du, Landesrat, hast das jetzt angesprochen. Und das unterstütze ich absolut voll. Ich denke, das ist die Chance für den Tourismus in Südtirol. Wir haben das in den letzten 2 Jahrzehnten ja massiv bewiesen, haben gewaltig in die Qualität investiert. Und das ist auch die Chance, die wir gegenüber allen Mitbewerbern haben. Das dürfen wir nicht verpuffen lassen. Und natürlich müssen wir jetzt schon in diesem Landestourismusentwicklungskonzept fragen, wie ernst wird das dann auch genommen? Für mich hier 2 Denkansätze. Einerseits die qualitative Erweiterung. Nicht? Eine qualitative Erweiterung, vor allem für unsere kleinsten Betriebe, kleine Betriebe, ohne entsprechender quantitativen Erweiterung ist einfach finanziell fast nicht möglich. Und wie gesagt, hier braucht es einfach Spielräume. Und natürlich in der qualitativen Erweiterung insgesamt, da hatten wir jetzt ja massivst Einschränkungen, speziell durch natürlich die ganzen Bestimmungen, die erlassen worden sind mit Start des Landestourismusentwicklungskonzeptes, ist natürlich die qualitative Erweiterung massiv eingegrenzt gewesen. Das habt ihr jetzt nach 3 Monaten wieder auf die Reihe gekriegt. Aber natürlich, diese qualitative Erweiterung ist beileibe noch nicht für alle möglich. Wir haben ja hier vom dem Amt für Land und Raum haben wir ja ganz klare Definierungen gekriegt, dass es hier ohne die Eintragung in den Landschaftsplan, in den Gemeinden, das außerhalb der Siedlungsgrenzen heute so nicht möglich ist. Ich weiß, an dem arbeiten wir jetzt und versuchen das jetzt schnellstens umzusetzen. Fakt ist, dass wir über 50% unserer Betriebe de facto heute die Erweiterung nicht machen können. Hier ist absolut dringender Handlungsbedarf für die Qualität und für die Entwicklung unserer Betriebe ist das natürlich absolut notwendig. Wie gesagt, wir haben jetzt hier die Regeln dieses Landestourismusentwicklungskonzeptes, die einerseits den Nebenerwerb weiterhin zulässt, speziell natürlich den UAB, die walten und schalten können, und auf der anderen Seite den Haupterwerb sehr, sehr eingrenzen. Und hier braucht es sicherlich noch einiges an Diskussion und wir müssen hier sicherlich im Detail die Dinge noch genauer anschauen. Wie gesagt, nochmals, ich bin absolut nicht gegen den Urlaub am Bauernhof. Er ist wichtig für unseren Erhalt und die Pflege der Landschaft und natürlich für unsere landwirtschaftlichen Produkte. Und die haben ja natürlich ihren Haupterwerb in der ganzen entsprechenden Produktion an diesen Produkten und werden aber speziell gefördert. Und wir haben auf der anderen Seite unsere kleinsten Betriebe, die massiv eingegrenzt werden. Und hier braucht es einfach Spielraum. Nicht? Ich denke, du hast es auch an den Zahlen gebracht. Die Entwicklung der Betten zwischen 2010 und 2019 ist eigentlich relativ. Nicht? Speziell im Gewerblichen ist ja
wenn man alle gewerblichen Betriebe berücksichtigt, eher leicht rückgängig von den Zahlen her. Ich denke, es ist ganz richtig, dass wir massiv eingrenzen, was die Größe betrifft. Wir brauchen nicht Konzerne, die in unserem Land die Strukturen kaufen und die künftig den Tourismus in Südtirol machen. Wir leben von unseren Familienbetrieben, die absolut natürlich einen bestimmten Spielraum brauchen, sich in ihrer Qualität und auch in ihrer Größe, was natürlich speziell die Kleinen betrifft, zu entwickeln. Wir müssen natürlich auch berücksichtigen, dass wir ganz viele Betriebe haben, die jetzt vor der Übernahme sind. Schon jetzt vor Corona-Zeiten, junge Leute, die die Betriebe übernommen haben oder die jetzt vor der Übernahme sind. Wenn wir jetzt natürlich durch diese Pandemie ganz stark gebeutelt, jetzt für diese kleinen Strukturen nicht die Chance haben, sich weiterzuentwickeln, dann haben wir die große Gefahr, dass viele, viele Betriebe diese Betriebe dann aufgeben. Ich denke, das kann nicht das Ziel sein. Wir brauchen weiterhin Vielfalt für unser Land. Wie gesagt, eine qualitative Erweiterung für Kleinstbetriebe ohne ein Maß an Quantität wird nicht funktionieren. Ein 30-Betten-Betrieb, wenn der nicht ein bisschen größer werden kann, kann das nicht auf die Kosten umlegen. Hier braucht es eben diese Spielräume. Und zum Schluss, und das hatte ich schon sehr oft gesagt, wir brauchen auch ein Ausstiegsszenario für Betriebe, die nicht mehr können. Gerade durch diese Pandemie sind sicherlich einige komplett an Grenzen gestoßen. Wir haben diskutiert über Mitarbeiterhäuser als Ausstiegsszenario, um die Kubatur anders zu nutzen. Hier braucht es, wie gesagt, auch die gesetzlichen Rahmen und dafür müssen wir uns einsetzen. So, das war meiner Meinung nach ein paar Impulse meinerseits, lieber Präsident, lieber Landesrat, liebe Gastwirte, Gastwirtinnen, liebe BHGJ. Zum Schluss ganz kurz noch, ich selbst bin jetzt in der vierten Generation in meinem Betrieb im Dauers Unterwirt und mein Töchterlein, die Große, ist jetzt schon voll dahinter und wird hoffentlich auch in meinen Betrieb einsteigen. Mit Herzblut bin ich seit immer schon in meinem Betrieb dabei und die ganze Familie und setze mich dafür massiv ein. Und ich werde sicherlich auch als Landtagsabgeordneter jetzt in diesen ganz, ganz wichtigen Entscheidungen ganz stark auf unseren Sektor schauen, wie sich das auf den Tourismus und auf die touristische Entwicklung auswirkt. Natürlich habe ich nur bestimmte Möglichkeiten. Auf der anderen Seite ist die Landesregierung, die hier natürlich auch autonome Entscheidungen trifft. Ich versuche hier im zwischenmenschlichen Dialog einzuwirken und appelliere nach wie vor ganz klar, eben diese Diversität Südtirols anzuschauen. Es braucht eben unterschiedliche Spielräume. In diesem Sinne, lieber Landesrat, bitte ganz massiv nochmal Airbnb einschränken. Wir müssen natürlich die ganze Geschichte Hotspots, Pässe-Management und natürlich das ganze Tagesgeschäft, was von außerhalb Südtirols kommt, was wir jetzt ja auch gesehen haben, ganz stark eingrenzen und wie gesagt für kleine Betriebe und für die Jugend, die nachkommt, auch Spielräume schaffen, damit die Perspektiven haben und auch die Betriebe weiterführen. In diesem Sinne danke, dass ich dabei sein darf und bin jederzeit erreichbar, auch außerhalb dieser Online-Tagung. Danke vielmals. Ja, danke, Helmut Dauer, für deine vertieften Einschätzungen und Ausblicke, Sicht der Dinge deinerseits. So, geschätzte Mitglieder, jetzt liegt es an Ihnen, zu diesen ja, vielen Themen und Perspektiven Ihre Anregungen und Fragen zu stellen. Wie geschieht das am einfachsten? Sie können sich vormerken, Sie kennen das aus den Online-Meetings in der Vergangenheit. In Ihrer Fußleiste auf dem Bildschirm finden Sie den Button, das Feld Reaktionen. Einfach hier draufklicken und dann auf Hand heben, weiters draufklicken, dann werden Sie bei uns im System vorgemerkt und registriert. Wir sehen dann schon der Reihe nach, wer als Erste gemeldet hat. In der Folge dann, wenn Sie aufgerufen werden, dann bitte geben Sie entsprechend auch Ihren Konsens, dass Ihre Stummschaltung aufgehoben werden kann, somit wir Sie dann auch nicht nur sehen, sondern auch hören können. Also so lautet der Modus, mit dem Sie sich vormerken können und Ihre Fragen, Anregungen, Kritiken
anbringen können. Schön, eine erste Frage, Anregung möchte gestellt werden, und zwar von Hans-Jörg Einhauser aus Schenna. Bitte, Hans-Jörg. Ja, eine Frage. Ich war nicht, ich das richtig verstanden. Es waren ja die Nächtigungen, also pro Betrieb werden die Nächtigungen hergenommen für 2019. Und wenn jetzt der Betrieb 8, 9 Monate offen hat und sagt, er möchte jetzt aber auf Hinblick auf die Mitarbeiterbindung und so weiter auf 10 Monate erweitern, wie ist es zu sehen? Hat er ein Problem, der Betrieb in Zukunft, oder wie schaut es aus? Ich weiß nicht, ist die Frage verstanden geworden? Ja, okay. Ich würde den Landesrat ersuchen, zunächst hier diese Frage zu beantworten und gerne natürlich auch die anderen beiden Referenten, Präsident und Helmut Tauber, falls Sie noch eine Ergänzung anbringen möchten. Bitte, Landesrat. Landesrat hört uns. Jetzt wohl. Stummschaltung aufheben, bitte. Ja, nein, ich glaube, das ist ein Missverständnis. Wir rechnen oder nicht die Touristen im Laufe des Jahres, sondern zu einem bestimmten Zeitpunkt, der auch nicht fixiert ist. Ursprünglich wollte man mal 3 verschiedene Termine vorsehen, 15. August, 31. Dezember und noch einen um die Osterzeit, sind von den abgegangen und dann lassen das den einzelnen Betrieben dann entscheiden, weil es natürlich, wenn wir sagen, am 15. August, dann kann es sein, dass gerade dort abreisen waren oder und vielleicht am 14. August dann Mehrnächtigungen waren. Es zählt auf jeden Fall ein bestimmter Tag im Jahr und nicht, wie viele Touristen über das Jahr oder über mehrere Monate beherbergt worden sind. Und zwar dort, wo man die größte Auslastung gehabt hat, das kann der einzelne Betrieb als Stichtag hernehmen. Wenn jetzt jemand beispielsweise sagen, am 11. August 100 Personen über 14 Jahre, wir reden immer von denen, über 14 Jahre beherbergt hat und die Voraussetzungen dazu gehabt hätte, weil von der Raumordnung her, von Hygienebestimmungen her, es in Ordnung gewesen wäre, dann kann er den aufmelden. Ja, danke, Landesrat. Ich denke, damit sollte die Frage schlüssig beantwortet worden sein. Wir sehen keine weiteren Vormerkungen. Wiederholen nochmals die Prozedur. Einfach im Feld Reaktionen auf Handheben klicken. Dann kann man sich für eine Wortmeldung vormerken. Ein Herr Luis Schenk hat sich gemeldet. Herr Schenk, Sie werden gleich freigeschalten. Bitte um Ihre Wortmeldung, Ihre Frage. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich habe eine Frage für den Landesrat Schulach. Und zwar haben Sie vorhin von den erworbenen Rechten gesprochen, also Gemeinden, wo Betten zugewiesen worden sind, die das erworbene Recht praktisch bekommen haben. Was meinen Sie damit? Was ist denn ein erworbenes Recht? Könnten Sie das kurz definieren? Und sag mal, was mir in Ihrem Diskurs ein bisschen gefehlt hat, ist die Jugend. Also haben Jugendliche, also Jungunternehmer nach wie vor die Chance, in Zukunft sich erweitern zu können, zum Beispiel auch in einer Unternehmensnachfolge auch Betten dazu bauen zu können, gerade auch in die kleinen Betriebe eben die Chance haben, sich fortzuentwickeln. Genau, das hauptsächlich. Und abschließend möchte ich mich nur beim Herrn Manfred Binsker und beim Helmut Tauber fest bedanken für ihren unermüdlichen Einsatz für uns Touristik und Gastgeber und Gastwirte.
Dankeschön. Bitte, Lamesot. Also erworbene Rechte gibt es sicher dann mehrere Formen. Mal grundsätzlich schon einmal so, wenn jemand eine Lizenz hat, auch wenn er nicht mehr vermietet hat, dann ist das sicher ein Recht, das man dann nicht nehmen kann und nicht nehmen will. Auch wenn, das Beispiel ja vorhin gesagt, wenn jemand jetzt in einer Gemeinde, wo es ein Tourismusentwicklungskonzept gegeben hat, schon bereits mit Beschluss des Gemeinderates eine Zone ausgewiesen worden ist. Ein typisches Beispiel Schnalz. Ja, ein Thema, das jetzt sehr breit diskutiert ist worden. 600 Betten sollen dort errichtet werden. Das ist ein erworbenes Recht, weil schon 2013 der Gemeinderat einen Beschluss gemacht hat zur Ausweisung dieser Zone und entsprechende 600 Betten dort zugewiesen hat. Auch wenn sie nicht verwirklicht bisher geworden sind, ist das sicher ein erworbenes Recht. Andere vielleicht, weil schon eine Baukonzession ausgestellt ist zur quantitativen und qualitativen Erweiterung, beziehungsweise eben die Baubeginnmeldung schon gemacht worden ist. Also das sind alles natürlich erworbene Rechte, die man niemand streitig machen kann und auch nicht streitig machen will. Dann zur Perspektive der Jugend. Ich glaube doch, dass die Jugend da eine Perspektive hat. Also vorhin ist schon angesprochen worden, ob man grundsätzlich auch kleine Betriebe aufstocken lässt auf eine bestimmte Größe. Das ist ein Vorschlag, den auch der Rat der Gemeinden im Dezember gemacht hat, wo sie einmal von 55 Betten war die Rede in schwach entwickelten und entwickelten. Also ohne die stark entwickelten Gemeinden, wir haben das mal durchgerechnet, das wären rein theoretisch 47.000 Betten, die dann möglich wären und die gab es niemand ernsthaft da überlegen kann, dass man grundsätzlich an die 50.000 Betten zusätzlich vorsieht. Wir haben da ein Modell, dass man auch frei werdende Betten, und ich gehe davon aus, prioritär den kleinen Betrieben und den jungen Unternehmer zuweisen wird. Und wir eben auch, haben ja auch schon erwähnt, dass wir in einer Erstumwendung jetzt auch den Gemeinden ein bestimmtes Kontingent geben. Wie groß, das wird man jetzt noch feststellen. Das vor allem gedacht ist für diese Kleinbetriebe, dass man dort auch ein bestimmtes Potenzial der Entwicklung hat. Danke, Landesrat. Wir haben eine weitere Teilnehmerin, die eine Frage stellen möchte oder eine Anregung, und zwar Frau Theresa Stolz-Leichner. Bitte, Frau Stolz-Leichner. Ja, guten Morgen aus dem Arntal. Die Stimme ist für die Theresa Stolz-Leichner zu tief. Entschuldigung, ich bin am PC von der Tochter. Deswegen Stolz-Leichner. Die Stimme ist perfekt, es war nur der Name weiblich. Bitte, bitte, bitte schön. Stolz-Leichner Eduard. Danke für die heutige Veranstaltung. Ich hätte zwei, drei spezifische Fragen. Und zwar, ist es möglich, eine Definition für kleine Betriebe zu geben? Ab welcher Bettenanzahl spricht man von einem kleinen Betrieb? Dann haben wir im Arntal häufig die Thematik von Jugendhäusern, Gruppenhäusern, wo die Gäste in der Regel mit einem Bus anreisen. Wenn wir jetzt die Möglichkeit bekommen, auf die Nächtigungen 2019 richtig zu stellen, könnte es sein, dass teilweise die Parkplätze fehlen. Könnte man hier Übergangslösungen vorsehen oder Ausnahmeregelungen? Und vor allem auch dann Gemeinde entwickelt, nicht entwickelt, weniger entwickelt. Unterscheidet man zwischen Fraktionen, Dörfern oder wird eine Gemeinde als Einheit betrachtet? Dankeschön. Ja, danke, Herr Stolz-Leichner. Denke ich mal zunächst an den Landesrat. Ich frage auch bitte gern auch Präsident und Helmut, wenn ihr dazu ergänzen wollt. Bitte, Landesrat. Also die Definition von kleinen Betrieben, das hängt ganz sicher von den Gemeinden ab. Wenn wir sagen, grundsätzlich gegen die Gemeinden ist es Kontingent für die kleinen Betriebe, dann müssen sie selber dann definieren, was man unter kleinen Betrieben versteht, beziehungsweise auch je nach Interesse. Kann man vorstellen, dass dann die Kleineren Vorrang haben und dann, dass man da entsprechend dann diese Kontingente festlegt. Also wird hier keine genaue Definition von kleinen Betrieben geben,
sondern dass man sagt, grundsätzlich haben diese kleinen Betriebe, werden sie Vorrang haben, aber dann hängt es davon ab, wie viel CMU-Träger es in den einzelnen Gemeinden gibt. Die Jugendhäuser ist ein ganz spezielles Thema, wie vorhin auch erwähnt, haben wir eine Arbeitsgruppe, die jetzt dann festlegt, wie man mit dieser, gerade in diesen speziellen Fällen, mit diesen Bettenmeldungen dann umgeht. Grundsätzlich ist es aber so, dass man halt doch auch Situationen manchmal gehabt haben, wo man die Regeln nicht unbedingt eingehalten hat, formulieren wir es mal vorsichtig, was jetzt auch die Größen der Zimmer anbelangt und so weiter. Also das ist auf alle Fälle künftig zu respektieren. Und dann die Einstufung entwickelte, nicht entwickelte Gemeinden. Die Unterschied oder die Diskussion zweier Dreiteilung macht ja nur dann Sinn, wenn es auch dann Auswirkungen hat. Deshalb wurde ursprünglich nur eine Zweiteilung vorgesehen. Wir haben dann uns für eine Dreiteilung entschieden, weil wir gesagt haben, dass die stark entwickelten jetzt bestimmte Dinge dann nicht gelten oder anders gelten. Aber vor allem auch haben wir nicht vorgesehen, dass man innerhalb einer Gemeinde dann auch unterscheidet innerhalb der einzelnen Fraktionen. Denn ich glaube, wir müssen überhaupt dann, wenn es auch um die Gemeindeentwicklungspläne draußen geht, wäre es eigentlich naheliegend, dass man nicht nur die auf spezifisch für eine Gemeinde dann maßschneidert, sondern auch das Umfeld sieht, dass mehr Gemeinden miteinander machen oder auch ganze Talschaften, weil vor allem Mobilität, das Thema, das ich jetzt noch nicht umgesprochen habe, aber natürlich auch sehr wichtig ist, und viele Dinge auch das zusammenhängt. Nicht nur innerhalb der Gemeinde, zwischen den Fraktionen, sondern auch zwischen den Gemeinden und dass man sich doch auch entsprechend gemeinsam Gedanken macht. Dankeschön. Eine nächste Frage kommt von Flora Leitner. Bitteschön. Man hört Sie noch nicht, Frau Leitner. Jetzt müsste das Mikrofon gehen. Jawohl, bitteschön. Ja. Jetzt geht's, perfekt. Also in Mühlbach. Die Thematik ist vielleicht ein bisschen bekannt. Wir stehen ja fast einmal im Monat in der Tageszeitung oder in der Dolomiten. Parkplatz Seilbahn Mühlbach. Wir haben den Parkplatz 2015 von der Seilbahngenossenschaft gekauft. Hätten sollen dann ein Hotel errichten und die Seilbahn errichten. Die Seilbahn wurde jetzt mit dem neuen Gemeinderat auf den Bahnhof verlegt. Der neue Bürgermeister möchte hier auf dem Parkplatz Gemeindegrund ein Parkhaus bauen. Und wir dürften vor dem Parkhaus eine Hotelerweiterung machen, bräuchten dazu, um das auch finanzieren zu können, 25 Einheiten. Die Gemeinde kann mir natürlich keine Betten zuweisen, kann somit auch kein Projekt genehmigen, droht mir aber mit dem letzten Zeitungsartikel, der Parkplatz wird jetzt enteignet, weil wir den Forderungen nicht nachkommen. Vielleicht kann man da der Landesrat Schuller eine Antwort geben. Ich kann nicht Betten erweitern, wenn ich keine kriege. Das stimmt und ist auch unabhängig von diesem Tourismusentwicklungskonzept wäre es nicht möglich, weil ja mit dem neuen Gesetz die Entwicklung, jene Gemeinden, die einen Entwicklungsplan gehabt haben, über ein Bettenkontingent verfügt haben, das sind ja mit dem neuen Gesetz verfolgen. Und zudem können ja jetzt, bis die Gemeinden dann ihre Entwicklungspläne ausgearbeitet und genehmigt haben, keine neuen Zonen mehr ausgewiesen werden, weder neue noch Erweiterung von bestehenden. Also hängt es nicht nur mit dem Entwicklungskonzept zusammen, sondern grundsätzlich jetzt auch mit der Änderung der gesetzlichen Voraussetzungen. Ja, danke für diese Frage und die entsprechende Antwort. Derzeit sind keine weiteren Vormerkungen ersichtlich. Möchte Helmut Dauber eventuell noch ergänzend? Jetzt kommen noch zwei Fragen. Sorry, ich glaube, die Fragen sollten wir, unsere Mitglieder sollten wir vorziehen. Nochmals Herr Stolz-Lechner in diesem Moment. Nochmals eine Frage. Bitte schön, Herr Stolz-Lechner. Ja,
Die Siedlungsgrenzen sind ja ein zentrales Thema im gesamten Konzept. Gibt es irgendeine Chance für Betriebe außerhalb der Siedlungsgrenzen, sich noch zu vergrößern in Zukunft? Herr Landesrat, sicher. Der Neubau von Betrieben ist dann wesentlich schwieriger oder unmöglich, weil neue Zonen können draußen nicht mehr ausgewiesen werden, in der Regel. Bestehende Zonen könnten noch erweitert werden, aber auch bestehende Betriebe, die auch im landwirtschaftlichen Grün bestehen, können erweitert werden. Momentan, wie gesagt, haben wir das Problem mit den Landschaftsplänen, die jetzt entsprechend angepasst werden, wo wir auch diese Möglichkeit haben, wieder vorzusehen. Dankeschön. Der nächste Fragende, das fragende Mitglied, ist Klaus Ladurner. Bitte schön. Ja, guten Morgen. Ein, zwei Fragen habe ich vielleicht, wo ich nicht was für richtig verstanden habe. Einmal, wie wird das Wachstum von Airbnb in Zukunft gelenkt und geregelt? Das habe ich nicht ganz verstanden. Und zweite Frage, was passiert dann jetzt mit den aufgelassenen Betten von Betrieben, die aufhören? Gibt es da jetzt eine Einigung, wie das geregelt wird? Werden die durch das ganze Land vergeben oder bleiben die in der Gemeinde? Oder wie ist da jetzt der Stand im Moment? Airbnb wird so sein, das ist jetzt so, wie es der Artikel formuliert, dass man für alle Bereiche ein Bettenkontingent braucht, also nicht nur vom gewerblichen Bereich, sondern auch für nicht gewerblichen. Das heißt, dass auch für jene, die private Wohnungen oder Zimmer über diese Plattform machen wollen und bisher ja wir alle im nicht gewerblichen Bereich nur eine Tätigkeitsbeginnmeldung machen müssen, dass auch die künftig ein Kontingent brauchen. Über diesen Weg würde man und möchten wir jetzt ja auch dann auch diesen Teil mit einschränken. Und das wäre ein Novum überhaupt, weil wir wissen ja, dass sich da in vielen Staaten und Regionen man sich die Zähne ausgebissen hat an dieser Vermietungsform und dieser Plattform. Wir versuchen jetzt eben über dieses Gesamtkontingent, dass das auch diesen Bereich betrifft und ohne Kontingent auch keine neue Vermietung mehr machen kannst. Und das mit den aufgelassenen Betten ist im Entwicklungskonzept so vorgesehen, dass in den strukturstarken Gemeinden, und das müsste ja die Landesregierung dann entsprechend noch festlegen, ein bestimmter Prozentsatz auch in ein Landeskontingent abfließen könnte, um dann ein bisschen eine Neuverteilung innerhalb des Landes zu machen. Aber grundsätzlich ist so, dass diese aufgelassenen Betten ins Kontingent der Gemeinde, der jeweiligen Gemeinde fließen und die dann dementsprechend wieder verteilen kann. Allerdings, das vielleicht noch ergänzen, steht drinnen, die im gewerblichen Bereich aufgelassen werden, müssen im gewerblichen Bereich bleiben und die nicht gewerblichen eben im nicht gewerblichen Bereich. Dankeschön. Eine nächste Frage kommt von Florian Obkircher. Bitte schön. Hallo, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe eine Frage zum Landestourismusentwicklungskonzept und zwar vor allem, was die Siedlungsgrenzen angeht. Weil Siedlungsgrenzen gibt es ja heute auch schon im Gemeindebauleitplan oder im Landschaftsplan drinnen und die werden jetzt wahrscheinlich ein wenig angepasst. Und da wollte ich fragen, gibt es da Kriterien, nach welche die Siedlungsgrenzen angepasst werden? Oder weil mir in Algund ist ja eine ziemliche Streusiedlung. Und sagen wir mal oft so Weiler, sage ich mal, also 6 bis 10 Häuser, die sind heute schon als Siedlung eingetragen und andere sind einfach ermittelt in landwirtschaftlichen Grünen und die taten ja praktisch noch wegfallen oder die haben die anderen geringere Möglichkeiten, sagen wir mal, in Zukunft sich zu entwickeln. Und da einfach meine konkrete Frage, ja, wie wird man so eine Siedlung oder nach welchen Kriterien wird eine Siedlung definiert? Bitte, Herr Landesrat. Danke. Also man hat jetzt ja eine Übergangslösung gefunden, hat festgelegt, dass in der Regel
gilt der verbaute Ortskern. Da gibt es ja jeweils einen Beschluss des Gemeinderates mit der Abgrenzung vom verbauten Ortskern, das jetzt provisorisch als Siedlungsgrenze gilt, bis die Gemeinde nicht einen neuen Vorschlag macht. Und als in der Übergangsbestimmung steht da drinnen, dass über dort, wo mehr als 10 Gebäude sein, das auch schon dann als Siedlung unerkannt wird. Dann muss jetzt der Gemeinderat oder das neu festlegen. Das muss jetzt eben ausgearbeitet werden, haben die Gemeinden 2 Jahre Zeit gehabt, aber diese Zeit ist praktisch schon um. Die werden wir jetzt mit Gesetz verlängern müssen, weil die Gemeinden weil auch die Voraussetzungen noch nicht da waren, es auch nicht schaffen und können in diesem Zeitraum. Und da müssen die Gemeinden einen entsprechenden Vorschlag ausarbeiten, der ist dann von der Landesregierung zu genehmigen. Und dann haben die Gemeinden innerhalb dieser Siedlungsgrenzen relativ viel Spielraum, auch dann zu Entscheidungen zu treffen, Umbindungen, Durchführungspläne und so weiter, ohne dass es jeweils an das Land geschickt werden muss. Aber wie gesagt, die Prozedur ist jetzt jene, wir haben jetzt ein Provisorium, dann muss jetzt der Gemeinderat einen neuen Vorschlag ausarbeiten, der dann von der Landesregierung zu genehmigen ist. Wenn ich da vielleicht ergänzen darf zur Frage von Florian, heute wie heute, jetzt abgesehen natürlich von der noch bestehenden Schwierigkeit, was die Landschaftsschutzpläne anbelangt, aber im Landwirtschaft und Grün außerhalb der Siedlungsgrenzen ist schon grundsätzlich auch die qualitative Erweiterung vorgesehen. Und zwar eigentlich unabhängig davon, ob ich jetzt mich dann künftig innerhalb oder außerhalb der Siedlungsgrenzen befinde. Also die gibt es Florian auch danach noch. Jetzt ist aber das Problem erst zu lösen mit den Landschaftsschutzplänen. Also es ist nicht davon abhängig, ob du jetzt innerhalb bist oder außerhalb. Auch morgen, wenn die Definition der Grenzen festgelegt worden ist. Eine weitere Frage kommt nun von Herrn Simon Kostner. Bitte schön. Ja, guten Morgen. Ich kann mir vorstellen, dass die Erhöhung von Bettenkontingent verbunden ist mit einem erhöhten Bedarf an Mitarbeiterbetten und eventuell auch einen erhöhten Bedarf von Parkplätzen, sowohl für Gäste als auch für Mitarbeiter. Ist das im Landestourismusentwicklungskonzept auch vorgesehen bzw. berücksichtigt? Danke. Bitte, Herr Lannestad. Das mit den Parkplätzen nicht. Allerdings, das, was die Mitarbeiter anbelangt, gibt es Überlegungen, wie der Helmut vorhin auch gesagt hat, dass wir dann auch müssten im Gesetz Raum und Landschaft entsprechend definieren, dass man dann Betriebe, die die Tätigkeit auflassen, vielleicht sogar solche, wo die nur eine Bindung drauf haben, dass man die auch dann die Möglichkeit schafft, Mitarbeiterwohnungen zu bauen. Einmal, dass da wieder sinnvolle Verwendung der Struktur selber ist. Zweitens, ein Unreiz ist vielleicht auch, wenn sie die Tätigkeit nicht mehr ausüben, die Lizenz zurückzugeben und somit werden die Betten frei. Und drittens, dass eben auch da eine Entlastung entsteht, wo es diese Mitarbeiter umbekommen. Also das ist ein Vorschlag, den wir noch diskutieren werden, der vielleicht eine Möglichkeit sein könnte, da ein bisschen Entlastung zu schaffen. Dankeschön. Eine nächste Frage von Roland Schwindbacher. Bitte, Roland. Ja, hallo. Hört man mich? Man hört dich, Roland. Passt gut. Ja, bitte. Ich hatte auch eine ziemlich konkrete Frage, und zwar geht es um Folgendes. Wir haben ja bemerkt, dass die größte Sorge und Ängste im Zusammenhang mit diesen Entwicklungsplänen darum bestehen, dass bestehende Betriebe quantitativ keine Möglichkeiten mehr haben. So wird es zumindest wahrgenommen, auch wenn das, wie der Landesrat richtig sagt, nicht der einzige Punkt ist in diesem ganzen Konzept. Aber die Mitglieder geht es halt sehr stark unter die Haut, und da hätte ich ganz eine konkrete Frage. Es gibt viele Mitglieder, die gerade im Zusammenhang mit Betriebsübergabe und so weiter dran sind, das zu planen für die nächste Zeit. Wie läuft das jetzt konkret auch zeitmäßig ab? Bis wann? Man weiß ja, der Landesrat hat es angesprochen, dass es Ausnahmegenehmigungen, flexible Lösungen gibt, wie Ansuchen für nicht entwickelten Gemeinden, Sonderzuweisungen und so weiter. Bis wann werden die ganzen verschiedenen Behörden, die jetzt da mitreden werden,
dem Antragsteller eine Antwort geben können, ja, du darfst oder du darfst nicht. Das sollte er ja ungefähr wissen, bevor er da den ganzen Mechanismus der Planung, Betriebsübergabe und so weiter in Angriff nimmt. Vergehen da Jahre oder... Das sind die Fragen, die sich bei uns hier an den Mitgliedern stellen und vielleicht kann man da eine Antwort geben. Also, was Land anbelangt, werden wir jetzt die Änderungen, die notwendig sind, oder die Beschlüsse, die notwendig sind, sind wir ja jetzt dabei auszuarbeiten, sodass wir in den, bis dann der Landtag auch entschieden hat, über die Artikel, die uns passend sind, dass wir innerhalb der nächsten paar Monate unsere Arbeit abschließen werden, sodass die Voraussetzungen von Seiten des Landes da sein würden, um auch, dass es draußen weitergeht. Die Frage ist dann, wie schnell die einzelnen Gemeinden sein werden mit ihren Entwicklungskonzepten, die es braucht dann zur Umsetzung. Ich hoffe, dass jetzt doch auch die Voraussetzungen geschaffen sind und die Gemeinden jetzt auch zügig vorwärts machen und auch in absehbarer Zeit ihre Entwicklungskonzepte beschließen, sodass dann das auch entsprechend auch in der Gemeinde und auch vor Ort dann umgesetzt werden kann. Wie viele es dann Betten sein werden, wir haben da leider keine genauen Daten, obwohl wir es versucht haben auch zu recherchieren, wie viele tatsächlich Betten aufgelassen werden. Professor De Peiner, der ja für die Arbeitsgruppe Gemeinden da einen Vorschlag auch noch ausarbeitet oder hat Überlegungen umstellt, geht für 3000 Betten aus, jährlich. Ich glaube es ja nicht, ich glaube, es ist leider zu viel. Aber es ist echt sicher damit zu rechnen, dass trotz aller Möglichkeiten auch weiterhin, dass einige Betriebe jedes Jahr auch die Tätigkeit einstellen werden, vor allem in meinem Zwei-Sternen-Betrieb, den nicht nur einstellen, weil sie nicht erweitern können, sondern auch, weil sie nicht erweitern wollen und dann ihre Tätigkeit aus welchen Gründen auch immer einstellen und somit die entsprechenden Betten frei werden. Gut, danke Landesrat, danke allen fragenden Mitgliedern. Weitere Fragen sehe ich keine mehr vorgemerkt, deswegen Präsident Manfred, an dich zurück das Wort. Bitte schön. Danke, Direktor, für die Diskussionsleitung. Danke vor allem euch, werte Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, für die Fragen, für die Anregungen und danke auch dem Landesrat für die Antworten. Karl, anknüpfend an das, was unser Ortsmann aus dem Multental, Roland Schwiebauer, gesagt hat, wir brauchen Planungssicherheit, Landesrat. Wenn man jetzt vergleicht und sagt, es geht so weiter, 2018 ist ja das Gesetz für Raum und Landschaft vom Südtiroler Landtag verabschiedet worden, 2020 nach 2-3 Abänderungen in Kraft getreten. Innerhalb 2022 müssten theoretisch die für uns wichtigen Siedlungsgrenzen gezogen sein. Ursprünglich hat es Frau Kaiser, ich erinnere mich genau an die Diskussion damals, die Siedlungsgrenzen werden eher weitläufig gezogen, dass somit sehr viele auch von unseren Betrieben integriert werden können. Jetzt hört man wieder, die Siedlungszonen werden eher enger gezogen. Was will ich damit sagen? Jetzt haben wir verstanden, Juli 22 wird nicht halten. Ist ganz klar, das haben wir verstanden. Aber jetzt müssen wir schauen, in einer Schiene müssen wir sagen, diese Planungssicherheit, die Durchführungsbestimmungen, die dann zum Gesetz für Raum und Landschaft unseren Teil betreffen, Landesrat, müssen wir nicht versuchen, so rasch wie möglich in Angriff zu nehmen, dass die Leute wissen, was ist möglich. Was kann ich bei meinem bestehenden Betrieb noch realisieren oder nicht? Dahingehend auch unbedingt, was die Landschaftspläne anbelangt, für diejenigen, die nicht in Bauzone, in der Bauzone, in Wohnbauzone sind, in Tourismuszone sind, die außerhalb sind, die können ja heutiger Tag überhaupt keinen Quadratmeter Speisesaal erweitern. Auch diesbezüglich versuchen wir bis jetzt nochmals eindringlich hier die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen. Ich glaube, zusammenfassend sagen zu können, dass wir uns alle einig sind, auch der Landesrat, auch unser Abgeordneter Helmut Dauber, dass wir unseren vor allem vielen Kleinbetrieben, wobei noch genauer zu definieren, ist ein Kleinbetrieb mit 30, 35 Betten, im Schnitt wissen wir ja in Südtirol liegen wir
bei den gewerblichen Betrieben bei knapp 40 Betten. Deshalb, wir sind generell kleinstrukturiert aufgestellt. Wir brauchen diese Spielräume, anders hast du ja uns auch schon zugesagt. Kleinbetriebe müssen sich auch, wenn sie die geforderte Qualität bieten wollen, auch quantitativ entsprechend aufstellen können, dass das Ganze auch finanzierbar wird. Sonst wird Qualität wohl kaum finanzierbar sein. Und ich wiederhole nochmal, für die Jugend muss es entsprechende Perspektiven geben. Wir müssen auch aufpassen, wir sehen die Entwicklungen in Graubünden, wir sehen sie in Nordtirol, wir sehen sie aber auch im Trentino. Wir dürfen ja nicht inmitten dieses Alpenrahmens auf der Strecke bleiben. Wir müssen hier entsprechend auch vor allem für bestehende Betriebe Schwerpunkt nochmal auf bestehende Betriebe entsprechende Voraussetzungen schaffen. Dies immer im Einklang, deshalb diskutieren wir auch sehr gerne im Einklang mit der Bevölkerung. Das ist Fakt, das ist klar. Tourismus funktioniert nur, wenn er von der breiten Bevölkerung getragen wird. Wir lassen uns auch nicht generell für alles die Schuld zuschieben, auch wenn es in Bezug auf Verkehr, auf Überlastung der Straßen, dann kann man das doch nicht dem Tourismus hier insgesamt zur Verantwortung ziehen. Vielleicht könnte man auch mal überlegen und sagen, wir haben in den letzten Jahrzehnten nicht unbedingt eine zielgerechte und effizient zukunftsträchtige Verkehrspolitik betrieben. Das könnte man doch auch irgendwo mit überlegen. Ich glaube, wir brauchen Regelungen, das ist klar. Wir brauchen eine bestimmte Qualität, das ist auch klar. Aber vor allem müssen wir aufpassen, dass wir auch in Zukunft wettbewerbsfähig mit unseren Mitbewerbern sind. Deshalb bitte so bald als möglich und wir gehen schon davon aus, dass es im Sinne einer freien Marktwirtschaft geregelt wird und dass nicht alles über den Kamm geschoben wird und planwirtschaftlich eingestellt wird, dass wir entsprechend auch mitdiskutieren dürfen. Entscheidend wird die Politik, das ist ganz klar, aber wir brauchen Antworten auf die vielen, vielen Fragen, die da sind. Wir hatten knapp 200 Teilnehmer an dieser heutigen Diskussionsrunde. Man sieht, das Interesse ist da, das Interesse ist groß. Deshalb werden wir auch bei Notwendigkeit unseren Landesrat Arnold Schuler und Landtagsabgeordneten Helmut Dauer weiterhin versuchen, sich unseren Fragen zu stellen. Ich wünsche Ihnen, werte Damen und Herren, eine gute Zeit in diesen schwierigen Zeiten und vor allem, dass wir gemeinsam an der positiven Tourismusgesinnung für unser Land, für unsere Jugend vor allem weiterkämpfen. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an dieser Diskussionsrunde. Auf Wiedersehen.